Willkommen zum dritten Part von Yoshi's New Island. Welt 1.6, Bohnenstängel, Balanceakt. Hi Kumpel, was hast du zu sagen? Wenn du einen Wurf abbrichst, reiht sich das Ei wieder hinten in die Schlange ein. Oh, das ist eine wichtige Information, würde ich sagen. Denn wenn man jetzt beispielsweise mal wenige Sterne hat und rote Eier dabei hat und die dann eben auch gegen Gegner schleudern möchte, dann muss man nicht erst seine ganzen grünen Eier verballern. Es reicht, wenn man Werfen aktiviert und dann den Wurf direkt abbricht. Und so kommt man dann nach einer Zeit an das Ei heran. Oh, es gibt die glitzernden Eier. Habe ich doch gewusst. Die Farbe des Eis, mit dem du Gegner triffst, bestimmt, welche Items sie rausrücken. Ja, und bei dem glitzernden Ei sollte das eine rote Münze sein. Seht ihr, jetzt mache ich das auch gerade so. Ich habe hier ein grünes, ein grünes, ein grünes und dann kommt das glitzernde. Bäm. Genau, eine rote Münze, toll. Das heißt aber auch, dass ihr auf gar keinen Fall failen dürft, wenn ihr ein glitzerndes Ei habt. Denn wenn ihr failt und das Ei jetzt... Boah, scheiße, die verschwindet, die rote Münze. Wieso das denn? Und das Ei gegen, den Boden schmeißt, dann ist das Ei verloren und somit auch die Red Coin. Somit könnt ihr die 100% mit diesem Leben vergessen. Aber bei mir ist es gerade gut gegangen. Gott sei Dank. So. Oh, das Level gefällt mir aber jetzt schon. Seht ihr, wie sich die Blätter dehnen lassen? Nettes Detail. Ach, oh, du blöder Depp. Naja, aber weniger als 10 Sekunden kann man im Übrigen gar nicht haben. Also egal, wie schlecht man ist, Yoshi wird immer 10 Sekunden Zeit haben, Baby Mario zu retten. Alles, was drüber ist, das wird allerdings nicht wieder zurückerstattet, wenn man das Baby wieder fängt. Also bis zu 30 Sekunden sind ja möglich, das wisst ihr ja, durch die Sterne. So, wir haben jetzt nochmal 2 glitzernde Eier bekommen, die ich natürlich gegen einen Gegner prellen muss, ansonsten komme ich nicht an die rote Münze heran. Weil ich glaube nämlich in dem Spiel, also ich habe das zumindest mal gesehen, wir können es austesten. Ja, tatsächlich. Ich habe nämlich schon gemerkt, dass in dem Spiel wieder etwas abgeändert wurde, weil früher konnte man, wenn ich mich nicht ganz irre, die farbigen Eier auch gegen die Fragezeichenflatterer werfen und hat dann trotzdem den Effekt bekommen, den das jeweilige Ei bereithält. Aber hier ist es nicht mehr so. Also wenn ich ein rotes Ei gegen den Fragezeichenflatterer schmeiße, dann kriege ich keine Sterne und somit wahrscheinlich auch nicht eine rote Münze, wenn ich jetzt das glitzernde Ei genommen hätte. Auch da möchte ich am besten das gar nicht erst ausprobieren. Wenn es mit dem roten Ei schon nicht geklappt hat, warum sollte es beim glitzernden Ei funktionieren? Ist es ein Schmetterling? Wenn, dann... Nee, ist eine Blüte. Ja, ich dachte schon, ein Schmetterling sollte sich ja dann doch ein bisschen bewegen. Außer er wurde gerade zum Schmetterling und kommt gerade aus seiner Metamorphose raus. Aber gut, wir wollen jetzt hier nicht Biologie labern, ne? Hat, glaube ich, keiner Bock drauf. Also, oh! Wow! Das ist die Schwierigkeit in dem Level. Man darf nicht wirklich stehen bleiben. Nein, ich Idiot! Wenn ich damit jetzt faile, dann muss ich ein glitzerndes Ei nehmen und das sollte ich nicht tun. Okay, Glück. Das sind Sterne. Als ob ich die alle fangen kann. Ich bitte euch. So, kann denn nicht mal ein Gegner auftauchen? Ja, hier, hallo. Patsch. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das immer noch so ist, dass die Eier ihre Wirkung nur entfalten, wenn man einen Gegner abschmeißt. Also es könnte natürlich auch sein, dass die Entwickler die Sache vereinfacht haben und beispielsweise die rote Münze jetzt auch erscheinen lassen, wenn ich das Ei gegen den Boden schmeiße. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, deswegen probiere ich es erst gar nicht aus. Und ich brauche jetzt ein paar Gegner, verflucht nochmal, die ich zu Eiern verwandeln kann, weil ich musste jetzt schon 2 Fragezeichenflatterer überspringen, weil ich kein verfluchtes Ei hatte. Deswegen würde ich sagen, lasse ich jetzt diesen Checkpoint auch mal Checkpoint sein. Und hier ist ernsthaft kein Gegner mehr. Gut, dann muss ich halt zurückrennen und ein paar Shy Guys fressen. Das ist jetzt irgendwie blöd gemacht. Aber man kann natürlich auch argumentieren, hätte ich nicht gefailt, dann hätte ich genug Eier übrig gehabt. Aber irgendwo war doch eine Röhre mit Shy Guys, oder irre ich mich? Doch, ich höre sie sogar schon. Bing! Ha! Bing! Ha! Die machen immer so geile Geräusche, ich liebe es. Da sind sie ja. Also, 1, 2,
wenn ich treffe. Deswegen nehme ich lieber mehr Eier mit. Weil ich habe keine Lust, jetzt nochmal zurückzurennen. Es ist sowieso schon unnötig. Muss mich entschuldigen dafür. Aber ihr könnt ja vorspulen, wenn es euch nicht interessiert, wie ich da hin und her renne. Aber eben wegen den 100% muss ich jeden Fragezeichen-Flatterer überprüfen, weil man halt nie weiß, was da jetzt ist. Ist es eine Blume? Sind es Sterne? Münzen? Ups? Sonst irgendwas anderes? Und am besten mache ich es mir ganz einfach und stoppe. Diese Zielvorrichtung. Das eine war es schon mal nicht wert, das war nur ein Arp. Und hier, was haben wir hier? Moment, das war jetzt ungünstig. Machen wir es so. Das könnten auch noch rote Münzen sein. Nee. Ah, aber das ist eine Blume. Wollen wir natürlich haben. Ist klar. So, damit haben wir das nicht umsonst gemacht. Es hatte alles Hand und Fuß. Ach ja, ich hatte mal gesagt, dass die Punkte gespeichert werden. Bei einem Sternkreis, das stimmt aber nicht ganz. Die roten Münzen und die Blumen werden gespeichert, die Sterne nicht. Solltet ihr sterben, dann beginnt ihr wieder mit 10 Sternen. Oh, ihr seid auch wieder mit von der Partie. Ich weiß zwar nicht, wie die Gegner heißen, aber die sind bekannt. Aus dem SNES-Teil. Wow, und die Wolken, die finde ich super schön flauschig dargestellt. Und auch in 3D schaut's gut aus. Genau, ich wollte ja ein bisschen über die Grafik sprechen nochmal. Habe ich zwar im letzten Part schon getan, aber inzwischen habe ich schon den ersten Preview zu diesem Spiel veröffentlicht. Und naja, die ersten Reaktionen waren jetzt nicht so toll. Ich habe es zwar irgendwie erwartet, weil natürlich das Spiel schwächer ist als, wow, der SNES-Teil. Und das hat man ja auch schon gesehen in diversen Trailern und man sollte einfach nicht zu viele Erwartungen haben. Aber was ich sehr häufig gelesen habe, und das habt ihr bestimmt auch schon unter das Let's Play gepostet, nur ich kann halt nicht in die Zukunft schauen, verflixt! Das war... Ach so, das ist so ein Ding zum Ausbreiten, okay. Das war, dass ihr die Grafik sehr, sehr schlecht findet. Ich muss dazu sagen, im Video schaut es schlimmer aus, als es tatsächlich ist. Also lasst euch davon jetzt nicht täuschen. Es ist nämlich einfach technisch nicht möglich, die 3DS-Games so zu capturen, dass sie genauso aussehen wie auf dem 3DS. Das geht einfach technisch nicht. Das sollte man auch immer im Hinterkopf behalten. Oh, die Gegner mag ich nicht. Deshalb müsst ihr euch entweder ein eigenes Bild davon machen oder meinen Worten trauen. Natürlich ist die Grafik jetzt nicht der Oberhammer, das ist ganz klar. Aber sie ist nicht so schlimm, wie es im Video aussieht. Ich finde es eigentlich auf dem 3DS wirklich ganz hübsch. Und gegen den 3D-Effekt kann ich auch nichts sagen. Zuletzt von den eher mittelmäßigeren Titeln war der 3D-Effekt ja ziemlich scheiße. Wie zum Beispiel bei Mario Party oder bei Lego. Aber hier... Ich heul nicht. Ich find's toll. Man sieht des Öfteren mal, wie sich Objekte im Vordergrund befinden und dann mal im Hintergrund. Das haben die schon nicht schlecht gemacht. Ich kann da jetzt nichts flamen. Okay, es fehlt mir jetzt noch eine einzige rote Münze und dann habe ich hier die 100%. Seriously? Ey komm, ich hatte jetzt echt gedacht, ich habe alles, aber... Wo ist denn die letzte bitte? Es kann doch nicht sein, dass mir eine einzige fehlt. Wo habe ich denn eine Münze ausgelassen, sag mal? Oder ist da drüben was versteckt? Ach Mensch, Nintendo! Es kann aber gut sein, dass da ein Secret ist. Wow, crap! Tolle Rettungsaktion, oder? Hey, wo ist denn die letzte Münze? Ich meine, also eine einzelne Münze, das ist jetzt irgendwie komisch. Ich gehe mal suchen. Ja, keine Ahnung. Sorry, also nach derzeitigem Stand weiß ich nicht, wo die letzte rote Münze ist. Ich habe 50 Minuten meines Lebens verschwendet, sie zu suchen, habe alles Erdenkliche getan. Es gibt keine. Ich bin schon so weit zu glauben, mein Spiel ist unvollständig oder so. Wirklich, ich habe alles gemacht, um diese beschissene rote Münze zu finden. Ich finde sie aber nicht. Deswegen werde ich das jetzt so machen. Ich werde sie ignorieren, weil was soll ich anderes tun? Es gibt ja noch keine Guides. Ich spiele das Spiel ja vorm Release, also... Das ist eben das Schicksal, ne? Ja. Und schneid das dann einfach rein, wenn das Game released wurde und irgendein Suchti diese rote Münze gefunden hat. Aber wirklich, ich weiß nicht, was da los ist. Ich finde sie nicht. Machen wir einfach mal weiter mit dem nächsten Level. Die muss ja so krass versteckt sein... Ich finde keine Worte dafür. Ernsthaft.
Am Anfang dachte ich ja noch, ich bin irgendwie blind oder blöd. Aber wirklich, 50 Minuten habe ich sie gesucht. Und das will schon was heißen, wenn ich sie dann immer noch nicht gefunden habe. Ich habe alle 2 Meter eine Stampfattacke gemacht. Sonst auch jedes Secret untersucht. Geguckt, ob nochmal ein glitzerndes Ei irgendwo erscheint. Nö. Alle Gegner getötet habe ich auch noch. Auch nö. So, okay, lassen wir das jetzt mal. Ignorieren wir es. Diese Blume, die kennt man auch schon aus Yoshi's Island. Man kann da die Blüten fressen und zu Eiern machen. Ziemlich interessant, oder? Die Blume an sich besiegen geht aber nicht. Die einzige Möglichkeit, die man hat, ist eine Stampfattacke auszuführen. Dann verliert sie alle Blüten und braucht ein paar Sekunden, sich zu regenerieren. Aber ganz killen kann man sie nicht. Oh, Stealth-Guy, verschwinde. Hau ab da. Hast du nicht gehört, hau ab. So, und jetzt mach den Weg bitte frei, danke. So. Also ich hoffe, in dem Level kriege ich wieder die 100%. Bis jetzt lief es ja auch ganz gut. Klar, ich habe das ein oder andere übersehen, aber dann habe ich das Level nochmal gemacht und habe es dann auch anschließend gefunden. Aber sowas wie das eben, habe ich echt noch nie erlebt. Und was ich sehr cool finde, ist, dass Yoshis Stampfattacke jetzt schon so stark ist, dass er die Pfähle mit einer einzigen Stampfattacke in den Boden rammen kann. Früher war das nämlich sehr frustrierend, da musste man Zentimeter für Zentimeter reinstampfen. Das konnte schon mal ganz derbe auf den Sack gehen. Und ihr seht schon, ich untersuche jetzt wirklich jeden Zentimeter. Weil manchmal erscheinen ja auch erstmal ein paar Münzen oder eine Blume, wenn man ein bestimmtes Eck berührt hat. So wie im Level 1.5 zum Beispiel. Und ja, das möchte ich nicht. Ich möchte jetzt wirklich alles finden. Achso, es geht links weiter. Interessant. Schnappe dir einen Yoshi-Stern und renne als Super-Yoshi an Wänden entlang. Mit einem roten Yoshi-Stern fliegst du wie eine Rakete durch Wände und Gegner. Also im Prinzip ist das das gleiche wie, ja, Super Baby Mario. Im alten Yoshi-Spiel gab es sowas auch, nur dass es halt Baby Mario gemacht hat. Der konnte dann noch fliegen mit seinem Cape. Ist mir irgendwie ein großes Rätsel, warum man das jetzt auf Yoshi verfrachtet hat. Hä? Ich hab den Stern doch genommen! Was zum... Ah! Dieses Spiel macht mich jetzt schon wütend. Okay, komm, renn, 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 renn. Also man hat die Fähigkeiten gesplittet sozusagen. Um fliegen zu können, brauche ich jetzt noch einen roten Stern. Der kommt bestimmt auch noch dran. Ah, hier muss ich nochmal runter, um das Zeug zu sammeln. War aber kein großer Akt. Da ist der rote. Was zum Teufel? Okay. Wenn hier auch nur eine einzige rote... Seriously? Ja. Die meinen das ernst. Ja. Da ich leider noch keinen Speicherstern erreicht hatte, musste ich somit auch nochmal alle Punkte holen. Und deswegen habe ich hier geschnitten. Das denke ich für alle das Chilligste. Ich wollte jedenfalls sagen, wenn die Entwickler da auch nur eine einzige... Ja, toll. auch nur eine einzige rote Münze platziert haben, dann sollen sie meinen Hass spüren. Weil... Echt, also... Das geht ja gar nicht. Die alle einzusammeln. Aber ich schließe es nicht aus. Ich bin mittlerweile schon wieder auf das Schlimmste gefasst. Die Level an sich sind nicht so schwierig bis jetzt. Aber die Secrets sind teilweise nicht ohne. Also... Oh! Jetzt kann man diesen Shy Guy sogar von den Stelzen wegfressen. Also das ging eigentlich noch nie. Ja gut, was heißt noch nie? Ich habe den DS-Teil nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht, was da so abgeht. Aber auf dem SNES ging das nicht. Oh! Ich bin runtergefallen, das wollte ich gar nicht. Und ich darf auch nicht vergessen, die einzelnen Röhren abzuchecken. Jetzt habe ich die unten links nicht überprüft, ne? Ich bin jetzt aber mal so gutgläubig und naiv. Glaube, dass da nichts Besonderes ist. Aktueller Zwischenstand sieht auch ganz gut aus. 17 von 20 roten Münzen, alle Sterne und eine Blume fehlt noch und die sehen wir da unten. Okay, wie komme ich an die ran? Kann man diese... Nee, die Wolken kann man nicht nehmen. Ach so, hier. Ist ja ganz einfach. Sah schwieriger aus, als es ist, oder? Ja, hier spielt wieder dieser Track, den ja viele nicht mögen, aber ich mag diese Musik.
Ich finde die so schön chillig. Wir haben aber doch einige verschiedene Tracks gehört. Also man kann dem Game jetzt noch nicht vorwerfen, dass es genauso wenige Musik beinhaltet wie der SNES-Teil. Verdammt. Ich wünsche mir natürlich noch viel, viel mehr. Aber für Welt 1... Ja, sag mal! Ist das ganz gut? Na, endlich! Toll. Oh. Da kam ja doch noch was. Zack, eine rote Münze. Die fieseste des Levels wahrscheinlich. So, komm du blöde Blume, hau mal ab da. Ich muss da noch die restlichen Münzen einsammeln. Schließlich weiß ich nicht, wo die letzten zwei roten Münzen sind. Und ich habe jetzt kein Ei. Ich brauche dringend eins. Blume, komm mal wieder her. Zack und zack und zack. Genau. Jetzt kannst du gehen. Ich glaube, die letzten roten Münzen erscheinen hier. Oder? 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 Na, das sind nur Sterne. Aber hier ist doch was. Ja klar. Düdlülülülü. Habt ihr es gehört? Hier habe ich jetzt alles. Ja, 100% in dem Level. Also, ich weiß nicht, was ich in dem vorherigen Level falsch mache. Da finde ich jedenfalls das ganze Zeug nicht. Hier hat es gepasst. Ich werde den vorherigen Level wahrscheinlich noch 30 Mal spielen. Hoffentlich schaffe ich es dann auch endlich mal. Oh, wir haben 30 Medaillen. Was heißt das jetzt? Glückwunsch, du hast die Herausforderung dieser Welt freigeschaltet. Wie bitte? Herausforderung? Meinen die so ein Speziallevel? Also so ein richtig schweres, so wie in dem SNES-Teil. Die Geheimlevel und die Extra-Level und Secret und bla bla. Sieht fast so aus, aber bevor ich das machen kann... Nee, doch, ich kann schon dahin. Herausforderung, Heißluftballon. Okay, sollen wir das jetzt machen oder sollen wir zum Boss? Hector, Hülsenfruchtschloss. Ah, komm, ich glaube, das passt eher noch in den Part rein. Was muss man da jetzt tun? Heißluft, Yoshi, erreiche das Ziel im Zeitlimit und schnappe dir so viele Items wie möglich. Items. Damit sind nicht die roten Münzen und so gemeint. Oh, was zum... Was geht ab? Ja, One-Ups. Aber gibt's hier nicht auch irgendwie Items, die mir vielleicht die Punktesammlung erleichtern? Wie wär's denn mal damit? Halt irgendein Item, das dann zum Beispiel einem in einem Level überall die roten Münzen anzeigt. Das wäre echt mal nice. Weil so könnte ich dann natürlich das vorherige Level zu 100% abschließen. Aber ich fürchte, die haben diese Items in diesem Spiel komplett rausgenommen. Somit gibt es auch keine Wassermelonen mehr, Eismelonen und Feuermelonen. Die werde ich sehr, sehr krass vermissen. Weil die fand ich immer sehr hilfreich und eine tolle Idee. Aber hier gibt es keine Items. Wieso? Es gibt nur One-Ups. Die brauche ich nicht. Ich meine, ich habe schon über 55. Oder genau 55, ja, gut. Oh, traurig. Ja gut, dann haben wir jetzt aber immer noch Zeit, nicht wahr? Ach, Jesus. Ach, komm, mach mal heute mal Schluss früher. Und ich hoffe, ihr wünscht mir viel Glück bei der Sammlung. Ich weiß wirklich nicht, wo das Zeug sein könnte. Im nächsten Part gibt es dann den Boss von Welt 1. Es ist so bitter. Jetzt weiß ich aber wenigstens endlich, wo die letzte Red Coin ist, und zwar hier. Da gibt es einen versteckten Fragezeichen-Flatterer, der mir nie aufgefallen ist. Ja, und die einzige Möglichkeit, den zu erkennen, besteht darin, die anderen Räder, die haben alle Münzen, nur dieses Rad nicht. Und ja, das ist wirklich der einzige Hinweis darauf. Ich bin ansonsten in dem Level wirklich alles abgesprungen. Hab das jetzt nach mehr als 60 Minuten endlich gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht finden es andere im First Try. Keine Ahnung, aber ich fand es brutal schwer.